Käsekuchenlöffler. Hä? Und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Was Kuchen kann man löffeln? Ja, und zwar bei mir. Ja, wir haben hier einmal die neue Paradiescreme mit Lemon Pie Geschmack im Test. Ja, also mit Zitronenkuchen. Ja, es ist ein Zitronenkuchen. Lemon Pie heißt übersetzt Zitronenkuchen, ja. Und ja, ich habe das Ganze hier auch schon mal zubereitet und ein paar Stunden im Kühlschrank aufbewahrt. Man nimmt einfach 300 Milliliter kalte Milch, dann das Pulver dazu und mit einem Mixer vermixen mit den Rührstäben und dann im Kühlschrank kalt stellen, Leute. Und ich zeige euch auch mal diese Creme in der Großaufnahme. So, und hier seht ihr die Creme einmal in der Großaufnahme. Also es ist nicht wirklich spektakulär bei so hellen Cremes mit Vanillegeschmack oder Zitronengeschmack. Das sind einfach so helle Puddings und Cremes. Da kann man immer sehr schlecht was sehen. So, ich werde euch jetzt mal die Konsistenz zeigen. Ja, es ist natürlich, oh, schaut euch das mal an. Es ist sehr schaumig, sehr schön fluffig. Es kommt immer drauf an, wie lange ihr das mixt. Also es steht immer drauf, 3 Minuten auf höchster Stufe. Ich mache immer irgendwie 4 oder 5 Minuten. Und dann lasse ich sie immer noch sehr lange im Kühlschrank stehen, dann wird sie fester und ich bin mal auf den Geschmack gespannt. So, ihr habt sie jetzt einmal gesehen in der Großaufnahme. Wie gesagt, sie ist sehr schön fluffig geworden und ich bin gespannt, wie sehr das Ganze hier nach Zitronenkuchen schmeckt. Es ist schon mal sehr fluffig, sehr schaumig und auch nicht sauer, ja, also nur weil Zitrone muss ja nicht immer sauer sein. Es schmeckt aber wie so eine Zitronenmousse. Es sollen Keksstückchen mit drin sein. Die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Sind hier Keksstückchen mit drin? Nö. Bis jetzt noch nicht. Ja, so ein bisschen aufgeweicht. Vereinzelt, so ganz kleine. Ich finde, es schmeckt wie eine Zitronenmousse. Ja, ich finde aber, der Zitronengeschmack ist schon sehr intensiv. Es sind sehr wenig Keksstückchen drin. Es erinnert jetzt vom Geschmack her schon an Zitronenkuchen, weil es auch so einen Kuchengeschmack noch mit dabei hat. Aber wie gesagt, für diesen Kucheneffekt wären ein paar mehr Keksstückchen oder Kuchenstückchen sehr wünschenswert. So schmeckt es eigentlich nur nach einer Zitronenmousse. Sie ist gut gelungen, aber es ist jetzt nicht meine liebste Lieblingssorte. Ja? Also man kann es gerne machen. Ich persönlich, wie gesagt, wenn ich sie jetzt aufesse, ich würde mir da tatsächlich noch ein paar Kekse selber noch mit reinbröseln, weil mir da einfach echt zu wenig Keksstückchen drin sind. Also es steht hier drauf, 13% gemahlenes Mürbegebäck soll drin sein. Nö. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich es kaputt gemixt, ich weiß es ja nicht. Und wie gesagt, ich würde dem 6 Punkte geben. Probiert auch gerne die anderen Paradiescremes aus. Ich persönlich mag am liebsten die mit Stracciatella, die ist sehr lecker. Schreibt gerne in die Kommentare, welche ihr am besten findet. Und wir sehen uns, Leute.